Liebe Studierende der Statistik 1, wir machen weiter in der deskriptiven Statistik und schauen uns heute die sogenannten Streuungsmaße an. Ich gehe davon aus, dass Sie sowohl die Lagemaße, die Maße der zentralen Tendenz und die Quantile mittlerweile kennen und auch sich das so ein bisschen draufgearbeitet haben. Und dann wäre es auch gut, wenn Sie das Video zum Boxplot schon gesehen haben sollten. Wenn es nicht der Fall ist, nochmal Stopp drücken und erst diese Videos anschauen, um sich dann den Streuungsmaßen zuzuwenden. Dann macht es, glaube ich, so richtig Sinn, also zumindest so, wie ich das hier erzähle. Im Prinzip wollen wir heute also nur über Streuungsmaße reden, derer es mehrere gibt und es gibt auch noch mehr, als ich hier bespreche. Sie könnten theoretisch auch selbst noch welche erfinden. Ich bespreche hier aber die wichtigsten. Wir werden wiederum sehen, Sie sehen es hier schon, Entropie, was immer das ist, der Range, der Interquartilsabstand, das klingt ein bisschen vertrauter und dann ganz wichtig die Varianz und ihre Wurzel daraus, die sogenannte Standardabweichung, das sind die wichtigsten Maße und die halten sich so, wie sie hier stehen, so ein bisschen an die berühmten Skalenniveaus mal wieder. Wir werden mit der Entropie gleich anfangen als einziges Maß, das wir auch anwenden können für kategoriale Daten. Der Range und der Interquartilsabstand erfordern dann schon, dass ich zumindest numerische Werte habe, aber es könnte sein, dass die Daten nur ordinalskaliert sind und die Varianz und Standardabweichung sind so das ganz klassische Streuungsmaß, das wichtigste Streuungsmaß in der Statistik, erfordern aber metrische Datenqualität. Maße der Dispersion, Streuung. Ich greife hier auf einen Graph zurück, auf eine grafische Idee, die wir bei den Maßen der zentralen Tendenz schon gesehen hatten. Da hatten wir gefragt, wo soll ich diesen roten Punkt hinlegen, sodass ich den Schwerpunkt der Verteilung, die zentrale Tendenz, am besten beziffere. Median, Modus, Mittelwert hatten wir vor allem besprochen. Hier soll es jetzt darum gehen, was wird alles von diesem einen Maß der zentralen Tendenz nicht eingefangen. Verschiedene Dinge werden nicht eingefangen, vor allem wird aber die Variabilität, die Unterschiedlichkeit meiner Beobachtungen nicht eingefangen. Dafür bräuchte ich ein gutes Maß. Wir werden uns dafür die genannten jetzt gleich anschauen. Eine andere Idee, zu der wir dann später noch kommen, wäre auch zu sagen, wenn ich also nur das Maß der zentralen Tendenz habe, nur einen Kennwert, eine Statistik, einen Mittelwert, dann hätte ich ja nur diesen roten Punkt und wüsste erstmal nichts über, wo die grünen Punkte so liegen. Aber statt all die grünen Punkte jetzt jeweils einzeln zu beziffern oder auch zu zeigen, war es eben früh in der Statistik wichtig, dass man auch ein Maß für die Variabilität oder den Fehler, kann man auch sagen, den Fehler, der in den Daten neben der zentralen Tendenz noch drinsteckt, eben auch zu haben. Lassen Sie uns anfangen mit dem sogenannten relativen Informationsgehalt. Unter dem Namen wird dieses erste Streuungsmaß, wie Sie hier auf diesem Slide auch schon sehen, das ich für nominale oder auch kategoriale Daten verwenden kann, als einziges, auch geführt im Lehrbuch. Ich möchte aber von Anfang an einfacher auch den Begriff der Entropie dafür einführen, denn hinter relativer Informationsgehalt versteckt sich die Formel der sogenannten Shannon-Entropie oder Entropie. Aber was meine ich damit eigentlich? Wenn es wahr ist, dass die Entropie ein Streuungsmaß sein könnte, ein Variabilitätsmaß für kategoriale, nominale Daten, dann könnten wir uns ja hier mal ein Beispiel anschauen, wo das dann auch funktionieren sollte. Das Beispiel ist eine Variable, die könnte man Betriebssystem nennen. Ich habe verschiedene Nutzer befragt, welches Betriebssystem sie hauptsächlich nutzen, vielleicht auf ihrem mobilen Endgerät. Wir haben das, glaube ich, beim Modus auch schon gesehen, dieses Beispiel. Und wir können jetzt fragen, oder es wäre schön, wenn wir ein Maß hätten, was das für uns fragt, wie breiten sich die Beobachtungen über unsere Kategorien eigentlich aus? Wie wir hier sehen, in diesem ersten Graph haben wir eine Häufung bei Windows in diesem Fall.
Die Daten könnten ja aber vielleicht auch ganz anders aussehen und dann sollte dieses, dann bräuchten wir ein Variabilitätsmaß, was dieses anders aussehen dann auch irgendwie einfängt. Wenn Sie sich das mal anschauen, wie könnte denn höhere Variabilität, eine stärkere Variabilität aussehen? Na, zum Beispiel so, indem es einfach ein paar Windows-Nutzer weniger gibt und dafür mehr Android-Nutzer, aber auch mehr iOS-Nutzer zum Beispiel. Also der Graph könnte ja im Prinzip auch so aussehen. Und was das eigentlich ist, was Sie hier sehen, ist die maximale Dispersion. Wir sprechen ja über Dispersion oder Streuungsmaße heute und das ist schon die maximale Streuung, wie sich n Beobachtungen maximal verteilen können auf in dem Fall drei Kategorien, indem sozusagen alle Kategorien gleich stark vertreten sind. Wenn Sie also, Sie können sich auch vorstellen, Sie sagen zu einer Schulklasse, teilt euch mal in drei Gruppen auf. Die haben sich dann maximal auf die drei Gruppen aufgeteilt, die Schüler, wenn alle drei Gruppen gleich groß sind oder gleich gefüllt sind quasi. Wie könnte denn umgekehrt eine minimale Streuung aussehen? Eine minimale Streuung läge dann vor, wenn sich alle Beobachtungen in einer Kategorie bündeln würden. Zum Beispiel, ich habe nur iOS-Nutzer. Dann landen alle Beobachtungen in einer Kategorie. Bezogen auf die Deskriptivstatistik heißt es aber auch, diese Variable, die ich da habe, da variiert gar nichts. Richtig? Die haben dann alle in der Variable, alle Nutzer, die ich befragt habe, hätten in der Variable Betriebssystem den gleichen Eintrag. Das verdeutlicht dieses schöne Bild, was ich vor längerem mal gefunden hatte, was mir immer noch ganz gut gefällt. Wahrscheinlich ein amerikanisches College. Hier offensichtlich eine Gruppe von Studierenden oder Schülern, wenn Sie die nach ihrem Betriebssystem befragen würden, kann man sagen, wenn Sie das tun, Sie fragen nach dem Betriebssystem, dann ist der Informationsgehalt in dieser Variable quasi gleich 0. Was meine ich damit? Sie haben quasi nichts Neues gelernt über diese Gruppe Personen. Sie haben nichts dazu gelernt, mit denen Sie die Studierenden irgendwie hier beschreiben könnten, dieses Kollektiv. Ja? Die Unterschiedlichkeit, die Variabilität in der Variable Betriebssystem wäre gleich 0. Und dieses umgangssprachliche, der Informationsgehalt ist gleich 0, das steckt in dem Entropiemaß direkt mit drin. Wir lernen nichts Neues über unsere Probanden, wenn wir sie mit dieser Variable gemessen hätten, weil, wie das Diagramm hier unten nochmal zeigt, dieses, was ist das eigentlich? Balkendiagramm, Histogramm, dieses Balkendiagramm hier schon andeutet. Nur iOS-Nutzer. Die Formel für die Entropie gießt das jetzt nur noch in eine Zahl sozusagen. Die Formel, die Sie hier sehen, die hat jetzt hier so einen gewissen grauen Teil. Ich kann es hier auch nochmal, ich schreibe es hier nochmal groß auf den Slide. Wow, was ist jetzt passiert? Das ist interessant. Warum ist das jetzt passiert? Na, egal, gucken wir mal. Die Formel für die Entropie lautet: Nimm erstmal die Wahrscheinlichkeit, oder in Ihrem Fall ist es als relative Häufigkeit geschrieben, die relative Häufigkeit in einer Kategorie. Multipliziere sie mit ihrem natürlichen Logarithmus. Wir schreiben in der Statistik dafür immer log. Sie können also auch sagen zur Basis e. Das ist die gleiche Zahl sozusagen. Also wenn das 30% sind, dann ist das der Log von 30%. Die werden multipliziert für jede Kategorie und dann wird über alle Kategorien aufsummiert. Also j gleich 1 bis k Kategorien. Und dann wird hier immer noch das geflippt. Es wird ein negatives Vorzeichen dafür genommen. Das ist im Prinzip im Kern die Entropie-Formel. Das heißt im Übrigen auch, Sie brauchen immer irgendwie kategorisierte Daten dafür. Also auch wenn Sie eine kontinuierliche Variable haben, muss die eigentlich, damit die Entropie zur Anwendung kommen kann, einmal durch so eine Art Histogramm durchlaufen. Die Daten müssen kategorisiert vorliegen. Das sehen Sie an der Formel. Sie brauchen offensichtlich solche relativen Häufigkeiten, später würden wir auch sagen Wahrscheinlichkeiten pro Kategorie. Was Sie jetzt in der Formel hier auch noch sehen, ist, dass davor hier noch so ein
Skalierungsfaktor ist 1 durch den Log der Anzahl der Kategorien. Braucht uns nicht weiter interessieren. Dieser Faktor da vorne, deshalb habe ich ihn auch mal in grau gemacht, der ist nur dazu da, damit das ganze Maß maximal 1 werden kann. Das ist natürlich ganz praktisch, damit man jetzt hier ein Streuungsmaß hat, was zwischen 0 und 1 variiert. Man nennt es manchmal auch die normalisierte Entropie. Das Ganze entspricht also der sogenannten Shannon-Entropie und begegnet Ihnen unter dem Namen vielleicht auch. Zu dieser Idee, passen Sie auf, bevor ich das sage, zeige ich Ihnen noch schnell diese Zahlenbeispiele hier. Sie sehen hier nochmal diese Verteilungen, diese Balkendiagramme für diese kategoriale variable Betriebssystem von 3 mögliche Ergebnisse sozusagen. Und wir hatten so einen Fall von gewisser Ballung in der Merkmalsausprägung Windows. Dann hatten wir den Fall, wo wir gesagt haben, hier ist die Streuung, die Dispersion maximal. Und dieses Maß, so wie es jetzt hier berechnet wird, wird dann genau 1. Und wenn umgekehrt überhaupt keine Streuung da ist, weil sich alle Merkmalsträgerinnen und Merkmalsträger, alle Beobachtungen in einer Ausprägung ballen und damit aber auch keinerlei neue Information über diese Merkmalsträgerinnen und Merkmalsträger gewonnen ist, weil nichts variiert, dann ist die Entropie 0. An diesem mittleren Diagramm hier mit der maximalen Streuung können sich manche von Ihnen vielleicht noch dran gedanklich aufhängen, wenn Sie sich aus dem Chemieunterricht zum Beispiel an die sogenannte Boltzmann-Entropie erinnern. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Moleküle breiten sich einfach so lang aus, wie sie nur können. Also die Unordnung in einem System nimmt zu, solange sie nur kann. Das ist eigentlich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, brauchen Sie hier jetzt nicht interessieren und ich behandle den hier auch sehr laienhaft. Entschuldigung an Sie, wenn Sie da wesentlich vorgebildeter sind als ich, aber da kommt der Entropiebegriff her und Shannon hat den Entropiebegriff dann auf letztlich statistische, informationstheoretische Probleme angewandt. Also nochmal, wir könnten sagen, relativer Informationsgehalt oder Entropie, wir könnten hier mal eine andere Variable nehmen, wo dieses Maß ebenfalls zur Anwendung zu bringen ist, nämlich dem Merkmal Geschlecht. Wieder so ein typisches studentisches Sample, wie wir das hier öfters als Beispiele haben. In diesem speziellen Jahrgang waren 68 der Studierenden weiblich und 11 Studierende männlich, wie Sie hier sehen, also etwa 14% männlich, etwa 86% weiblich. Mit diesen Zahlen, hier nochmal umgerechnet in relative Häufigkeiten in der zweiten Spalte, da steht Percentage of Total, was ist das anderes als wie oft kam das Merkmal vor, geteilt durch das Total, also 68 plus 11, also 79, dann ergibt sich also 13,9% oder .139 als die relative Häufigkeit HJ in dieser Kategorie. Die würde ich mit ihrem Logarithmus multiplizieren, das müsste ich mir kurz ausrechnen. Dann müsste ich ebenfalls die .861, also die 86%, mit ihrem Logarithmus multiplizieren und dann die beiden Terme sozusagen aufsummieren. Das Ganze noch durch den Log von 2, weil wir hier nur 2 Kategorien haben, teilen. Und dann kommt da noch ein Minus davor und dann landen Sie nämlich wieder in einem Bereich, können Sie ausprobieren, wo Sie dann zwischen 0 und 1 liegen sollten. Und zwar wäre in dem Fall die Entropie .58. Jetzt sagen Sie, ja gut, kann minimal 0 werden, dann wären alle in einer Kategorie oder maximal 1. Dann wären es gleich viel Männer wie Frauen. Was heißt jetzt .58? Ist das jetzt viel wert? Dafür müssten Sie erst ein Gefühl entwickeln. Das ist jetzt ein bisschen ein Antiklimax, dass ich Ihnen hier nicht sagen kann, das ist eine hohe Entropie oder das ist eine niedrige Entropie. Aber Sie könnten eben jetzt verschiedene Bedingungen zum Beispiel untereinander vergleichen, verschiedene Jahrgänge vergleichen und könnten gucken, ob sich da die Geschlechtervariabilität in irgendeiner Form geändert hat. Und Sie haben dann hier auch noch eine kleine Denkaufgabe mit drauf, wo ich sagen würde,
rechnen Sie nicht, sondern schätzen Sie erstmal, in welche Richtung ändert sich denn die Entropie oder der relative Informationsgehalt, wenn sich das Geschlechterverhältnis noch mehr zugunsten der weiblichen Studierenden verschiebt. Also momentan haben wir hier 14% männliche Studierende gehabt in diesem Jahrgang. Was, wenn es zum Beispiel nur 5% wären? Überlegen Sie sich das mal, vielleicht durch Anschauen der Formel, vielleicht durch ein bisschen rumspielen mit dem Taschenrechner, dann in welche Richtung das gehen könnte. Ich will hier in dem Video aus Interesse der Zeit, sowas ist im Hörsaal ein bisschen lustiger, als wenn man es hier als Video macht, gar nicht da so lange drauf rumreiten. Aber wenn es so ist, dass ich solche Zusammensetzungen verschiedener Merkmalsausprägungen einer nominalen Variable, in diesem Fall der nominalen Variable Zutat, nutzen kann, dann könnte ich eigentlich auch hergehen und die Entropie zum Beispiel für sowas Absurdes wie ein Kochrezept ausrechnen. Ich könnte quasi fragen, wie komplex ist das Kochrezept, in dem Maßen, dem ich frage, wie viele verschiedene Zutaten kommen denn da drin vor, auf wie viele verschiedene Mengen von wie vielen verschiedenen Zutaten muss ich zurückgreifen. Das habe ich hier mal durchgespielt vor ein oder zwei Jahren und fand das irre lustig. Wenn man jetzt hier so zu Hause sitzt im Lockdown und so einen Slide anguckt, denkt man, ja, ist eigentlich auch vielleicht doch nicht so lustig, aber es geht auf jeden Fall. Sie könnten sagen, Sie rechnen die Gesamtmenge aller Zutaten aus. Sie müssen zum Beispiel dann entscheiden, wie viel sind irgendwie 3 Eier, das müssen Sie dann noch festlegen. Und dann kommen Sie auf so eine Art Gesamtmenge an Zutaten, die in dieses Gericht eingeht. Und dann haben Sie eben wiederum relative Anteile oder relative Häufigkeiten der Gesamtmenge, die von einer Zutat ausgemacht werden. Das könnten Sie sich jetzt theoretisch schon wie ein Balkendiagramm aufmalen, was ich hier in Orange zeige. Füllhöhe 14 fürs Olivenöl, Füllhöhe 10 für den Knoblauch, Füllhöhe 200 für die Spaghetti und so weiter. Und Sie könnten dann eine Entropie ausrechnen und könnten diese Entropie wiederum vergleichen mit einem vielleicht noch einfacheren Rezept, was noch weniger Zutaten hätte. Spaghetti Carbonara ist sicher schon ein sehr einfaches, sehr cleanes, zen-mäßiges Rezept, aber es geht vielleicht noch einfacher und entsprechend sollte die Entropie dann auch noch weiter runtergehen. Das aber nur kleiner Spaß am Rande. Wir haben jetzt also für kategoriale Maße ein Streuungsmaß, Entropie, ähnlich wie es zum Beispiel beim Modus der Fall war, dass wir ihn für kategoriale Maße, aber auch für andere Maße annehmen konnten. So können wir auch hier die Entropie auch für kompliziertere Maße ausrechnen, wenn wir das vorhaben. Wir gehen jetzt aber weiter zu einem Maß, was wir nur für irgendwie mindestens numerisch versehene Merkmale ausrechnen können, nämlich den sogenannten Range. Ein Streuungsmaß, was sehr praktisch funktioniert und was Ihnen allen auch eigentlich schon bekannt ist. Der Range ist nichts anderes als zu sagen, wie stark haben die Werte gestreut, in dem Sinne von, was war der kleinste Wert, was war der größte Wert, der vorkam. Das haben wir implizit letzte Woche beim Histogramm schon verwendet, als wir gesagt haben, wir müssen ja erstmal schauen, was ist der kleinste, was ist der größte Wert in unseren Daten, damit wir wissen, wie lange wir so eine Achse machen sollen. Oder beim Boxplot. Wenn Sie zum ersten Mal einen Boxplot zeichnen, wäre es auch gut zu wissen, wie weit der Boxplot maximal denn überhaupt reichen könnte. Das ist die sogenannte Range, manchmal auch als Spannbreite oder Variationsbreite bezeichnet. Die ist sehr simpel auszurechnen. Maximaler Wert, den ich beobachtet habe in meiner Stichprobe, minus den minimalen Wert. Und gibt uns ein sehr intuitives Abbild der Variation. Ja? Damit wissen wir schon eigentlich einiges. Was wir aber nicht wissen, ist natürlich keinerlei Information darüber, wie die Werte sich zwischen dem Minimum und dem Maximum so verteilen werden. Sitzen die alle geballt am einen Ende, wie wir bei beim Boxplot des Softdrink-Konsums zum Beispiel gesehen haben, verteilen die sich schön symmetrisch, ganz ebenmäßig zwischen Min und Maximum. Oder gibt es da womöglich unten einen Haufen, oben einen Haufen? Das sehen Sie alles dem Range nicht an. Als Beispiel könnte ich sagen, ich könnte Ihnen die Informationen geben, ich bin 2015 sehr viel gereist, da bin ich damals zwischen Leipzig und Lübeck schon hin und her, bin öfters nach Berlin, bin vielleicht auch
einmal vielleicht nach San Diego geflogen. Wenn ich Ihnen jetzt nur sage, was war die kürzeste Reise, die ich in dem Jahr gemacht habe, dann würde ich sagen, das waren 70 Minuten nach Berlin. Was war die längste? Die war etwa 1300 Minuten oder 1260 Minuten, um nach San Diego zu kommen von Leipzig aus. Dann würde ich sagen, der Range der Reisen im Jahr 2015 war auch fast 1200 Minuten. Ist dann so viel gewonnen? Eigentlich nicht. Sie würden sich wahrscheinlich mehr dafür interessieren oder vielleicht die Steuer oder ich selber würde mich vielleicht mehr dafür interessieren. Was waren denn die häufigsten, was waren denn typische Reiselängen im Jahr 2015? Ja? Und dafür ist dann der Range nicht besonders informativ. Wir kommen der Sache vielleicht ein bisschen näher, wenn wir unter Rückgriff auf den Boxplot uns nochmal erinnern, dass wir dort zwischen Minimum und Maximum ja diese Quantile eingezogen hatten. Und dann hatten wir ja, so hat der Boxplot ja funktioniert und so hat er seinen Sinn irgendwie gehabt, dass wir gesagt haben, wir könnten so eine Box zeichnen, die vom sogenannten ersten Quartil, also von dem 25% Perzentil, bis zum dritten Quartil, bis zum 75% Quantil, Perzentil reicht. Und diese Boxlänge, die kann man auch etwas vornehmer als Interquartilsabstand bezeichnen. Und das wird auch getan, öfters im Englischen als IQR bezeichnet, Interquartile Range. Das ist also auch ein Range, nur nicht zwischen Minimum und Maximum, sondern zwischen ersten und dritten Quartil oder zwischen den Quartilen, wie man manchmal auch verkürzend sagt. Wer liegt da noch dazwischen? Der Median, genau, als zweites Quartil. Und wo liegt der relativ zum ersten und zum dritten Quartil? Wissen wir nicht. Kommt auf die Daten an. Der liegt nicht unbedingt genau in der Mitte, richtig? Das war ja gerade der Spaß, dass uns auch für diese mittleren 50% einer Verteilung der Median schon ein Gefühl gibt, wie symmetrisch die Verteilung eigentlich ist. Also, der Interquartils-Range oder Interquartilsabstand, der wird oft mitberichtet, wenn man den Median berichtet. Dann gibt man den Median an, wenn man also ein Merkmal wie Softdrinkkonsum hat oder ein anderes Merkmal, von dem man sagt, dass das so schief verteilt ist, dass der Median eigentlich das vorzuziehende oder in dem Fall jetzt gerade wichtigste Maß der zentralen Tendenz wäre, dann würde man das oft flankieren mit einem Streuungsmaß, dem Interquartilsabstand. Genau, und zum Zeichnen von Boxplots wird er eben sowieso benutzt. Hin und wieder sehen Sie in Publikationen, also dann Median plus minus IQR, den Interquartilsabstand, aber da steht manchmal noch so ein kleines S davor. Das ist dann der halbe Interquartilsabstand. Warum man das jetzt tun würde, da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Sie müssen sich einfach darauf einstellen, dass Ihnen das auch mal unterkommt. Wenn wir nachher mit Varianz und Standardabweichung durch sind, dann sehen Sie vielleicht so, dass man sagt, vielleicht könnte man den ganzen Interquartilsabstand nochmal halbieren. Und so ist es eigentlich auch. Ich glaube, dass er hauptsächlich berichtet wird, um eher in den Bereich einer Standardabweichung zu kommen. Aber das sind verschiedene Schuhe. Der Interquartilsabstand und die noch zu besprechende Standardabweichung sind ganz verschiedene Dinge. Interquartilsabstand, ein natürliches Streuungsmaß, ein natürlicher Partner, um den Median zu begleiten und zu illustrieren. 22 Minuten, 23 Minuten war die Vorlesung jetzt. Wir können jetzt mal kurz tief durchatmen, weil wir haben jetzt sozusagen uns die Entropie angeschaut als ein sehr allgemeines Streuungs-Dispersionsmaß, was quasi immer geht. Vor allem auch, das ist schön für nominale Daten, dort war es auch das Einzige. Der Interquartilsabstand jetzt für Merkmale, die zumindest metrisch sind, die man irgendwie in einen Boxplot überführen könnte, für die man Quantile ausrechnen könnte. Und jetzt wollen wir uns sozusagen dem Königsmaß zuwenden. Merken Sie sich die Uhrzeit, zu der Sie dieses Video schauen. Das ist sozusagen ein ganz erster wichtiger Moment in der Statistik 1, wenn wir die Varianz einführen. Und das tun wir jetzt. Die geht nämlich nie wieder weg. Die wird Sie den Rest Ihres Statistikstudentinnen-Daseins und hoffentlich auch Ihres Berufslebens nie wieder verlassen. Zur Herleitung der Varianz möchte ich nochmal so ein Bild zeigen, wie jetzt schon öfters gesehen. Ein Merkmal, univariat, entlang quasi einer Achse, streut das da so vor sich hin. Hier jetzt
In Rot wiederum ein Maß der zentralen Tendenz. Und weil da jemand M drunter geschrieben hat, gehen wir mal davon aus, dass dies der Mittelwert dieser Daten ist. Wenn wir jetzt sagen, das ist ein metrisches Merkmal, und wir wollen darüber nachdenken, was wäre ein wirklich cleveres Maß, um diese Streuung in diesen grünen Punkten zu beziffern. Also ein Maß, was jetzt zum Beispiel groß ist, wenn die grünen Punkte so liegen, wie sie liegen, und was kleiner wird, wenn die grünen Punkte alle sich näher an diesen, an diesen Mittelwert dran schmiegen würden zum Beispiel. Wir wünschen uns, also lassen Sie uns mal so ein paar Desiderata, sozusagen ein paar Want-Haves listen für so ein Streuungsmaß. Wir können für die Varianz also festhalten, wir wollen ein Maß finden, das alle Werte berücksichtigt. Das klingt vielleicht erstmal für Sie ein bisschen überraschend, tut es nicht jedes Maß. Aber dann erinnern Sie sich mal bitte kurz an den Median zum Beispiel. Als wir den Median bestimmt haben, haben wir zwar geschaut, wo liegen alle Werte, wir haben aber nicht die Werte selbst wirklich verwendet, richtig? Wir haben, um den Median zu bestimmen, nur gesagt, wir nehmen die so und so vielte Beobachtung, die Beobachtung, die 50% abteilt. Welche Beobachtungen dann darüber noch kamen zum Beispiel, war uns bewusst, das ist das Schöne am Median, egal. Das macht aus, dass er robust gegen Ausreißer ist. Bei der Varianz jetzt wollen wir aber gerne ein metrisches Maß haben, das bitte den genauen numerischen Wert aller Beobachtungen berücksichtigt. Und das nennen wir ein suffizientes Maß. Der Range ist ein anderes Beispiel für ein Streuungsmaß, das wir heute hatten, was auch nicht suffizient ist. Es benutzt genau zwei Werte aus unserer Stichprobe, das Minimum und das Maximum. Und verrechnet die und gibt uns eine Spannbreite oder Variationsbreite. Jetzt wollen wir aber ein Maß, wo wirklich jedes einzelne unserer Beobachtungen mit eingeht. Mit dem Maß sollte einfach zu rechnen sein. Es sollte einfachen mathematischen, auch geometrischen Gesetzen gehorchen. Und ganz wichtig, das Maß sollte natürlich null sein, wenn überhaupt keine Variation vorliegt. Es soll ja ein Variations- oder Streuungsmaß sein. Wenn also keine Streuung da ist, dann ist es schön, wenn es null wäre. Da denken Sie auch bitte kurz nochmal an die Entropie zurück. Wenn wir gesagt haben, auch die Entropie war, so wie wir sie ausgerechnet haben, null, wenn keine Variation da war, weil alle Beobachtungen die gleiche Merkmalsausprägung oder die gleiche Kategorie angenommen haben. Von unserer Varianz würden wir uns darüber hinaus auch noch wünschen, dass sie Abweichungen, also große Abweichungen, besonders bestraft. Die sollten ruhig besonders reinhauen und kleine Abweichungen sollten in dem Sinne auch reinhauen, also sollten auch berücksichtigt werden, aber große ruhig mehr, weil es soll ein Streuungsmaß sein und wenn viel Streuung da ist, soll auch die Varianz groß sein. Und dann noch auch wichtig, was immer wir hier ausrechnen, soll unabhängig vom Mittelwert soll unabhängig vom Mittelwert sein, mit dem wir das ausrechnen. Wenn also eine bestimmte Streuung von Werten, zum Beispiel Intelligenzwerten, rund um den Mittelwert 100 vorliegt und ich ziehe von allen Werten 50 ab, dann liegen ja alle Werte rund um 50. Die Streuung sollte sich aber nicht verändert haben und das sollte die Varianz natürlich abbilden. Sozusagen, wir wollen ein Streuungsmaß, was wirklich ergänzend zum zentralen Maß, zum Maß der zentralen Tendenz, dem Mittelwert in dem Fall, funktioniert. Das wäre schön. Also, wie können wir das anstellen? Wir schauen uns zunächst hier mal nochmal eine Formel an, die wir schon beim Mittelwert gesehen haben. Wir könnten ja sagen, wir nehmen jede einzelne Beobachtung, hier in grün gezeigt, und also hier nehmen jede einzelne dieser grünen Beobachtungen hier und rechnen ihren Abstand zum Mittelwert aus. Ja, können wir tun, aber deshalb war uns das, dieses Maß ja auch schon begegnet in der, bei den Eigenschaften des Mittelwerts. Was passiert jetzt natürlich? Ich habe quasi für jede Abweichung, die negativ ist, zwangsweise, weil ich hier den Mittelwert einsetze, auch eine, die größer ist. Und wir wissen über diesen Ausdruck schon, dass wenn ich hier den Mittelwert einsetze, dann wird der muss zwangsweise gleich Null werden. Ja? Also ganz kann es das noch nicht sein. Was wäre der naheliegendste mathematische Trick, den ich hier anwenden könnte?
Ich könnte sagen, ich nehme einfach stattdessen Betragsstriche. Ich klappe also eigentlich, das kann man sich dann quasi so vorstellen, ich klappe eigentlich all diese Differenzen vom Mittelwert nach oben. Dann löschen sie sich nicht mehr aus, das funktioniert. Aber man muss sagen, mit Beträgen rechnet sich's nicht so schön. Im Prinzip ist es die richtige Richtung, in die wir hier unterwegs sind. Aber ich schicke einfach schon mal vorweg, dass es das mit dem Betrag nicht ganz so schöne mathematische Eigenschaften hat. Darüber hinaus hatten wir noch gefordert, es wäre toll, wenn quasi große Abweichungen auch besonders reinhauen würden. Dieses besonders reinhauen, wie machen wir das? Wir machen das, indem wir eine Distanz, wie sie da unten vorliegt, nicht nur als nur positiv werten, wie es der Betrag tun würde, sondern wir quadrieren sie auch noch. Also den Betrag kann man sich ja vorstellen wie die erste Potenz sozusagen und wir nehmen jetzt aber die zweite Potenz, wir quadrieren alle Abstände. Damit sind wir bei einem Maß, was neulich bei den Eigenschaften des Mittelwerts auch schon eine kleine Rolle spielte, nämlich der Summe der Abweichungsquadrate. Hier mal angedeutet für einige Werte, diese mit diesen großen Quadraten hier, das wäre sozusagen das Abweichungsquadrat von dieser Beobachtung. Das ist ihre Abweichung vom Mittelwert und wenn ich die quadriere, kommt das raus. Das kann ich jetzt für alle meine Beobachtungen tun. Und dann kann ich das aufsummieren, dann bekomme ich die sogenannte Sum of Squares oder Summe der Abweichungsquadrate. Kann ich machen. Ich könnte jetzt hier aufhören. Manchmal tun wir das in der Statistik auch, dass wir mit diesem Tierchen sozusagen der Summe der Abweichungsquadrate weiterrechnen. Wenn wir aber eine Maßzahl wollen, die die Streuung in einer Stichprobe bündelt, die Varianz in eine Kennzahl gießt, dann machen wir auch Folgendes. Wir nehmen davon auch wieder den Mittelwert. Ja? Weil, also nochmal, jedes einzelne, hier hinten verstecken sich sozusagen mehrere Quadrate drin, und zwar n Quadrate, die werden alle aufsummiert und dann wird quasi ein mittleres Abweichungsquadrat gebildet. Das, sehen Sie hier vor sich zum ersten Mal, ist die Varianz einer Stichprobe. Also, diese Daten alle zusammen, Abweichungen zum Mittelwert nehmen, quadrieren, aufsummieren durch die Anzahl Beobachtungen, die hier eingehen, teilen. So machen wir das jetzt, zumindest in der deskriptiven Statistik. Später in der Formelsammlung gibt es eine kleine Änderung daran, eine entscheidende. Und das müssen Sie dann aushalten, dass Ihnen jetzt in der Statistik 1 zwei Formeln begegnen werden für die Varianz. Die unterscheidet sich aber nur hier vorne in diesem Skalierungsfaktor. Für uns ganz einfach, die Varianz ist das mittlere Abweichungsquadrat. Eigentlich cool, für manche Zwecke, aber auch vielleicht nicht ganz ideal oder nicht ganz so gut zum Kommunizieren. Warum? Vor allem, weil ja alle Werte für dieses mittlere Abweichungsquadrat quadriert eingingen. Das hieße auch, wenn zum Beispiel dies Körpergrößen in Zentimeter sind, dann hat die Varianz hinterher die Einheit Zentimeter Quadrat. Ist eben ein Flächenmaß, hat man ja schön gesehen. Wir haben ja auch Quadrate gemacht, also aus Längen werden Flächen. Wenn Sie das wieder rückgängig machen, dann können Sie einfach aus diesem Ausdruck der Varianz nochmal hier, ich zeichne es einmal orange nach, die Wurzel ziehen. Diese Betragsstriche, die kann man ernst nehmen oder nicht. Es ist allerdings auch ein bisschen winkeladvokatisch darauf zu bestehen, dass ja theoretisch man nicht weiß, ob da was Negatives oder Positives quadriert wurde. Deshalb kann man diese Betragsstriche hinmachen. Wir können sie aber auch einfach wieder vergessen. Es gibt manchmal die Formel mit den Betragsstrichen. Das Entscheidende hier ist, die Standardabweichung ist einfach die Wurzel aus der Varianz. Wir sind also danach, wenn wir da fertig sind, wieder zurück bei einem Längenmaß in dem Fall, wenn das zum Beispiel also bei einem Abweichungsmaß nicht mehr bei einer Fläche und damit, wenn das Ganze hier zum Beispiel Körpergrößen waren, auch wieder zurück in der Originaleinheit. Oft meinen verschiedene Autorinnen oder Autoren, wenn sie mal kurz so von Streuung sprechen, die Standardabweichung. Aber da können Sie nicht drauf bauen, auch wenn Sie jetzt im Video kurz zurückschauen. Ich habe vorhin auch zur Varianz über Streuung gesprochen oder überhaupt heißt die ganze Vorlesung Streuungsmaße. Also die Streuung und die Standardabweichung einfach gleichzusetzen, ist ein bisschen verkürzt, würde ich nicht machen und mir bitte auch nicht so merken. Ja? Die Standardabweichung, was ist es?
ist einfach die Wurzel aus der Varianz. Und was die Varianz ist, müssen Sie wissen, das mittlere Abweichungsquadrat. Und was diese Worte bedeuten, das müssen Sie sich selber nochmal klar machen. Das mittlere Abweichungsquadrat. Ja? Genau, wir haben also hier jetzt noch die Situation, dass wir zwei sehr, sehr, sehr wichtige metrische Maße eingeführt haben. Standardabweichung und Varianz. Hier so ein bisschen zur Nomenklatur auf dem Slide nur nochmal. Sie sehen die Formeln, die vorhin eingeführt wurden. Und was ein bisschen lustig ist, dies wird natürlich mit lateinischen Buchstaben hier bezeichnet, weil wir in der Deskriptivstatistik uns bewegen. Es gibt hier keinerlei Unsicherheiten. Wir arbeiten einfach mit Kennwerten, die wir einfach ohne irgendwas zu schätzen oder so ausrechnen können aus unseren Daten. Und entsprechend haben wir die lateinischen Buchstaben. Und sehr oft wird der Buchstabe S oder klein s vor allem verwendet, um die Standardabweichung zu bezeichnen. Manchmal auch SD. Und für die Varianz kann man zwar sagen Varianz, aber das ist kein richtiges Symbol. Häufig sehen Sie quasi die Varianz, obwohl wir es über die Varianz hergeleitet haben, die Varianz sollte eigentlich das wichtigere Maß sein, wird sie doch oft als Quadrat der Standardabweichung notiert. Also wenn Sie irgendwo S-Quadrat sehen oder später in der Inferenzstatistik auch Sigma-Quadrat, dann ist es die Varianz eines Merkmals, ja, oder einer Variable. Genau, was haben wir dann des Weiteren noch? Wir wollen jetzt, das schließt dann das Video eigentlich ab, ähnlich wie beim Mittelwert einige Eigenschaften das abgeschlossen haben, möchte ich jetzt noch mit Ihnen durch einige Eigenschaften der Varianz und auch der Standardabweichung durchgehen. Zunächst können wir festhalten, dadurch, dass wir jetzt hier die Abweichung vom Mittelwert quadriert haben, haben wir bewusst eigentlich eine hohe Sensibilität unseres Maßes für abweichende oder Extremwerte geschaffen. Das kann man sich auch an einem Beispiel mal schnell anschauen. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Merkmal beobachtet, 1, 2 und 3 in einem metrischen Merkmal. Es wurde hier gemessen, also vielleicht 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Wenn das meine Stichprobe ist, dann kann ich dafür eine Varianz ausrechnen. Die beträgt, wenn ich keinen Rechenfehler hier gemacht habe, 0,67. Und ich kann auch eine Standardabweichung hier mit klein s bezeichnend ausrechnen. Die ist 0,81. Als Fußnote gefragt, ist das jetzt nicht komisch, dass die Standardabweichung größer ist als die Varianz? Naja, das liegt in der Natur dieses Maßes, denn wir haben jetzt hier halt in dem Fall mal die Situation, dass die Varianz kleiner 1 ist numerisch. Und entsprechend ist die Standardabweichung von etwas, das kleiner 1 ist, dann ja die Wurzel daraus eventuell größer als die Varianz. Das ist ein reiner mathematischer Trick, will ich gar nicht sagen. Das ist einfach eine mathematische Gegebenheit hier, die Sie aber nicht durcheinander bringen darf. Sehr oft wird es so sein, dass die Varianz vielleicht in den Hunderten, in den Tausenden liegt, weil es eben Quadrate von Ihren Beobachtungen sind oder das mittlere Abweichungsquadrat Ihrer Beobachtungen, und dann fällt oft die Standardabweichung natürlich kleiner aus, wenn Sie daraus wieder die Wurzel ziehen. Hier ist es mal nicht so. Worum es uns eigentlich geht, 1, 2, 3 sind die Beobachtungen, die 3 ist hier mal fett gedruckt, das heißt, ich kann hier Ihnen auch nochmal das als Formel kurz zeigen, so bekommen Sie sozusagen die eigentliche Varianz. Wir rechnen die Abweichung vom Mittelwert aus, wir müssen mal schauen, was der Mittelwert ist. Der Mittelwert ist wahrscheinlich genau 2, also haben wir hier 1 minus 2 ist minus 1, wird quadriert, 2 minus 2 ist 0, wird quadriert, 3 minus 2 ist 1, wird quadriert. Wenn ich das alles aufsummiere, habe ich quasi die Summe der Abweichungsquadrate und die teile ich wieder durch die Anzahl Beobachtungen, kommt die 0,67 raus. Wenn ich, darum geht es auf diesem Slide, Sensibilität für Abweichung, wenn ich statt dieser 3 eine 5 da drin gehabt hätte, dann geht die Varianz sehr hoch, die wäre dann gleich 2,89, fast 3. Ja? Also die Varianz ist extrem sensitiv gegenüber Ausreißern, weil eben die nicht nur wie beim Mittelwert ein Ausreißer den Mittelwert sozusagen mit sich zieht, damit die Summe der Abweichungen 0 ist, sondern hier soll jetzt die Summe der Abweichungsquadrate, wird ja hier betrachtet, und dadurch extreme Sensitivität. Eine zweite Eigenschaft, wir können auf eine Varianz einfach eine Konstante drauf addieren.
wenn wir ein Merkmal nehmen, das hatte ich vorher mit meinem Beispiel mit 100 Mittelwert und 50 Mittelwert angedeutet. Wenn ich ein neues Merkmal bilde und dem alten Merkmal überall einen konstanten Wert, hier als a bezeichnet, dazu addiere, dann bleibt die Streuung gleich. Die Standardabweichung und die Varianz bleiben gleich. Das ist sehr wichtig, das war die Eigenschaft, die wir gefordert haben. Das sollte so sein. Warum passiert es? Weil immer der Mittelwert ja als Referenz benutzt wird. Es wird immer relativ zum Mittelwert der Variable betrachtet. Wenn der Mittelwert, der ändert sich natürlich, für y wird einen anderen Mittelwert haben als x, wenn ich bei jeder Beobachtung was dazu addiert habe, aber an der Streuung wird sich nichts ändern. Das ist sehr schön. Nochmal, da es ein quadriertes Maß ist und da die Varianz diese Quadrierungseigenschaft mit drin hat, ist es so, dass natürlich, wenn ich alle Werte mit einer Konstante b multipliziere, zum Beispiel indem ich mich aus den Zentimetern in die Meter bewege mit meiner Variable, alles um den Faktor 10 multipliziere, dann skaliere ich die Varianz dieser Merkmal, dieser Werte entsprechend mit dem Faktor b Quadrat, ja, also mit 100. Und die Standardabweichung entsprechend wieder nur mit b, weil eben Varianz und Standardabweichung zueinander in diesem Quadratwurzelverhältnis stehen. Das sehen wir hier an einem kurzen Beispiel. Wenn ich das Merkmal von vorhin mit x gleich 1, 2, 3 nehme und mal 10 nehme, dann habe ich jetzt quasi die Beobachtungen 10, 20, 30, also zum Beispiel, indem ich die Einheit geändert habe. Dann darf ich mich nicht wundern, dass die Varianz jetzt nicht mehr 0,67 ist, sondern mal 100 multipliziert wurde, weil alle Werte wurden mit 10 multipliziert, dann geht die Varianz mit 100 hoch multipliziert und beträgt entsprechend 66,67. Ja? Was hier in diesen Eigenschaften jetzt schon drinsteckte, ist zu sagen, die Varianz ist das mittlere Abweichungsquadrat. Ja? Wir haben ja Abweichungsquadrate gebildet und die dann gemittelt. Das heißt, sie ist selber so eine Art Mittelwert und damit hat sie alle Vorteile und alle Nachteile des Mittelwerts ererbt. Wir bewegen uns hier also in so einer Traditionslinie Mittelwert und quadrierte Abweichungen vom Mittelwert ist die Varianz. Also diese beiden Maße sind so eng miteinander verwandt, sind eigentlich untrennbar voneinander. Oder zumindest die Varianz kann ich nicht betrachten, ohne auch über den Mittelwert Bescheid zu wissen. Deshalb ja auch nochmal der Hinweis, wenn Sie da noch ein bisschen Unsicherheiten haben, gehen Sie gerne jetzt nochmal zurück und schauen Sie sich das Mittelwertsvideo noch ein bisschen an. Ich habe hier abschließend für diese Vorlesung nochmal eine kleine Warnung untergebracht, die man nicht oft genug tätigen kann in der ganzen Statistik 1 und 2 Ausbildung, nämlich die Standardabweichung ist tatsächlich ein sehr beliebtes Maß, die ich schnell in einem Graphen mal abtragen kann. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ich solche Graphen, zum Beispiel solche Balkendiagramme hier ist jetzt also ein metrisches Maß abgezeichnet. Bisher hatten wir für solche Maße vielleicht mal einen Boxplot gemacht. Jetzt ist hier eine ganz klassische, ganz simple Darstellungsform gewählt. Ich male für das metrische Merkmal A so ein Kästchen und sage, der Mittelwert ging bis 100. So würde es auch Excel oder jedes andere Programm für Sie erstmal machen. Und jetzt würden Sie vielleicht gern sagen, nach dieser Vorlesung, ja, Streuungsmaße sind ja auch sehr wichtig, wie zeige ich denn die jetzt noch? Dann könnte man alles Mögliche hier eintragen. Das Naheliegende hier ist, die Standardabweichung zu nehmen. Warum? Weil wir gesehen haben, die Wurzel aus der Varianz ist und wieder die gleiche Einheit hat wie unsere Daten. Und dann wäre es doch hier vielleicht nett, jetzt also quasi so einen, man kann auch sagen, einen Whisker dazu zu machen oder auch manchmal sagt man Fehlerbalken dazu. Ein Fehlerbalken, manchmal Plus und Minus, der die Standardabweichung in den Daten zeigen soll. Und das ist auch auf jeden Fall besser als nur dieses Maß der zentralen Tendenz, dieser Strich bei 100 allein. Aber die Warnung hier ist, die ich Ihnen mit auf den Weg geben will, dass sich dahinter sehr viele verschiedene Konfigurationen noch verstecken können. Was Sie hier sehen, sind die eigentlichen Beobachtungen oder drei verschiedene Stichproben, sozusagen eine Stichprobe B. Wenn ich für die den Mittelwert und die Standardabweichung abtrage, wie hier in A gezeigt, dann sieht es so aus. Wenn die Daten aber eigentlich ganz bimodal verteilt waren, wie in C, also oben so ein Häufchen, unten ein Häufchen,
dann kann ich da einen Mittelwert ausrechnen, technisch, und ich kann entsprechend auch eine Standardabweichung oder eine Varianz ausrechnen, und die wird gleich groß sein. Aber Sie werden mir doch zustimmen, dass sich hier eine komplett andere, letztlich Sachlage dahinter versteckt und dass hier also Mittelwert und Standardabweichung allein sehr täuschend sein könnten. Und erst recht so in dem Graphen D, wenn das die Daten sind, die hier unter D gezeigt sind, die in A als Mittelwert und Standardabweichung gezeigt sind, muss man sagen, Obacht, das ist ja wirklich dann irreführend für meine Leserin, weil eigentlich hatte ich ja Werte, die sehr, sehr mit sehr geringer Streuung waren, und dann war da ein Ausreißer dabei, der entsprechend, so haben wir es gewollt, die Varianz und die Standardabweichung natürlich nach oben treibt, ja, und dann wiederum dieser Graph resultieren würde. Hier also eine starke Warnung von mir, sich bitte nie, oder sagen wir mal, wenn Sie einen Mittelwert und eine Standardabweichung hören, stellen Sie sich nicht jedes Mal automatisch so eine Normalverteilung, wie wir das bald nennen werden, so eine wohlgeformte symmetrische Verteilung vor. Das können Sie den Werten allein nicht ansehen, ob das der Fall war. Da müssen Sie sich schon drüber überzeugen, zum Beispiel mit einem Histogramm. Genau. Die wichtige Eigenschaft, die ich Ihnen noch unbedingt mit auf den Weg geben will, ist, dass die, man nennt es manchmal auch ein bisschen übertrieben, aber es eigentlich stimmt es ja auch, die sogenannte Königseigenschaft der Varianz. Varianzen verhalten sich additiv. Ich hatte das anklingen lassen beim Einführen der Varianz, dass ich gesagt habe, es wäre schön, wenn sich gut rechnen lässt mit diesem Maß, und das ist für die Varianz der Fall, weil sie sich additiv verhalten. Standardabweichungen tun das nicht. Das ist hier in dieser Formel oder in dieser Rechenregel gezeigt. Das ist mit die wichtigste Rechenregel, die Sie aus der Statistik mitnehmen können. Der begegnen Sie auch nochmal in der Ausbildung zur Testtheorie, zumindest die Psychologinnen und Psychologen, also Psychometrie, da spielt es auch nochmal eine große Rolle. Denn dort werden oft Variablen summiert. Also oft würde ich summieren die Antworten, die in Item 1 gegeben wurden, das wäre die Variable x in dem Fall, und die Antworten, die in Item 2 gegeben wurden von allen Probanden, wäre die Variable y. Und ich kann jetzt schon wissen, was die Varianz dieser neuen summierten Variable sein wird, wenn ich die Varianzen der einzelnen Variablen kenne, nämlich einfach ihre Summe, zumindest solange sie es unabhängige Messungen waren. Müssen wir mal dabei kurz so stehen lassen. Wenn also x und y unabhängige Messungen waren, nichts miteinander zu tun haben, dann ist die Varianz ihrer Summe einfach die Summe ihrer Varianz. Ja? Dies gilt nicht, das ist die wichtige Botschaft auf diesem Slide hier, für die Standardabweichung. Solange ich mit den Varianzen, mit den Quadraten selber rechne, ist alles gut. Wenn ich schon Standardabweichungen gezogen habe, kann ich die nicht einfach so addieren. Das wird manchmal etwa hinhauen, aber nicht genau. Das Ganze sehen Sie auch am Satz des Pythagoras. Da kommt es eigentlich sozusagen her, dass wir im Satz des Pythagoras ja auch sagen, die Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks, c Quadrat entspricht a Quadrat plus b Quadrat, aber c entspricht nicht unbedingt oder entspricht nicht der Summe von a und b. Ich habe Ihnen hier auch noch ein ganz kleines Beispiel reingemacht, wo hoffentlich sich kein Tippfehler mehr drin versteckte. Da war letztes Jahr mal einer drin. Ich hoffe, ich habe den hier behoben. Also stellen wir uns vor, wie ich es gerade angedeutet habe, wir haben eine Testfrage A und eine Testfrage B. Das ist hier in diesen Spalten gezeigt, für zum Beispiel 10 oder von mir aus auch 10.000 Versuchspersonen, die in diesem Test oder in diesem Fragebogen die Testfragen A und B beantwortet haben, und dann haben die das entweder gelöst oder nicht, und dann kann ich, und mache das in der Psychometrie sehr oft, einen Summenscore bilden. Das heißt, ich summiere diese Variablen, und jetzt hier unten in dieser kleinen Auswertungstabelle haben wir oben abgetragen Varianzen. Das kann ich hier vielleicht auch nochmal zeigen. Also ich bin jetzt in dieser Spalte hier. Da habe ich die Varianzen dieses Items hier sozusagen. Ja, kann ich also auch sagen, das hat die Varianz von 0,25. Und die Testfrage B hat ein bisschen eine kleinere Varianz von 0,01. Dann sollte sich, wenn ich da keinen Rechenfehler gemacht habe, für diesen Summenscore eine Varianz von 0,26 ergeben. Für die Standardabweichungen unten würde das aber
nicht gelten sozusagen. Ja, der Summenscore kann eine Standardabweichung haben, die nicht genau der Summe dieser beiden hier entspricht. Das war unser technisch heute etwas schwierigerer Ritt durch die Streuungsmaße. Sie sehen hier auf diesem letzten Slide, da ist ein bisschen was verrutscht, sehe ich gerade. Sie sehen hier auf diesem letzten Slide, können sich im PDF dann auch nochmal angucken. Das ist mehr so zum selber Gegenrechnen nochmal. Tatsächlich einfach mal die ersten 15 Beobachtungen, die Sie auch selber in Moodle finden, aus der Studierendenumfrage 2015 für die berühmte Variable Anzahl konsumierter Softdrinks pro Woche. 4, 0, 1 Softdrink, dann ist da jemand mit 15 und so weiter, dann ist da jemand mit 35 und so weiter. An diesem Merkmal kann man, wie sinnig es ist, können Sie sich selber nochmal überlegen, aber Sie können zumindest technisch an diesem Merkmal alle Maße ausrechnen. Ich kann Ihnen gleich schon sagen, wenn Sie zu Hause die Entropie nicht ganz genau für diesen Wert so reproduzieren können, ist es nicht so dramatisch. Die Entropie rechnen wir üblicherweise auch nicht von Hand aus. Den relativen Informationsgehalt, dafür gibt es auch tatsächlich verschiedene Formeln. Denn mir ist es bei der Entropie besonders wichtig, dass Sie die Idee verstanden haben, dass Sie verstanden haben, wie sich eine hohe Entropie und eine niedrige Entropie zum Beispiel in so einem Balkendiagramm ausdrücken würde. Sie können für diese Daten aber auch den Median, die Quartile ausrechnen, Sie können den Interquartilsabstand ausrechnen, also letztlich wie Sie es für einen Boxplot auch tun würden, und Sie können auch die metrischen Maße ausrechnen, den Mittelwert, Sie können die Summe aller Werte ausrechnen, der Mittelwert ist ja nichts anderes als eine skalierte Summe, Sie können dann die Summe der Abweichungsquadrate zum Mittelwert ausrechnen und Sie können auch die Standardabweichung ausrechnen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und viel Freude auch durchaus, das ist nicht zynisch gemeint, gar nicht beim Entdecken dieser Streuungsmaße.